war Takanobu, das ist rausbringt. Okabe 1997 und jetzt hat Noriaki Kasai die Chance auf einen historischen Sieg. Wenn er es schafft, sage ich Ihnen warum. 192 Meter breit hat der Japaner. Zieh! Noriaki, zieh! Bitte zieh! Das geht sich raus! Das geht sich raus! Ich stehe auf! Armin, ich verneige mich. Das ist eine Sensation! Eine Sensation! Noriaki Kasai gewinnt hier am Kulm und jetzt gibt's Standing Ovations. 41 Jahre ist er alt und damit ist er mit Abstand der älteste Weltcupsieger, den es jemals gegeben hat. Schauen Sie, was die Kollegen da machen. Ja, alle stehen sie auf. Ist das schön. Takanobu Okabe war 38 Jahre alt, als er 2009 in Tokio gewonnen hat. Und heute ist Noriaki Kasai 41. Das ist das schönste Erlebnis, was dort durch den Kopf geht. Er darf das noch einmal erleben, ganz, ganz oben zu stehen. Wie oft hat der schon gekämpft, dass er gewinnt? Und jetzt vor so einer Menschenmasse. Höchster Schick. Lassen wir es ihm genießen. Unglaublich. Das ist seinen letzten Sieg. Wann hat er den gehabt? 2004 in Salt Lake City. Vor 10 Jahren hat er das letzte Mal gewonnen. Es ist einfach schön. Fliegen, sein letzter Skiflugsieg in Planica vor 15 Jahren. 1999 in Harachov, 92 ist er Skiflug-Weltmeister geworden. Das ist 22 Jahre. Es ist so schön. Es ist so schön. Wie macht das dieser Noriaki? Der Sepp macht dann die Tür auf. Das hat er sich jetzt wirklich selber erarbeitet, weil das war ein Wahnsinnsflug, schwierige Bedingungen, der Träger hat vorgelegt, das war nämlich auch ein gewaltiger Flug, dann der Peter Preutz hat uns draufgesetzt und er mit seinen 41 kann dagegenhalten und fliegt noch einmal weiter und klopft in Dänemark eine. Es ist so schön, schau, alle freuen sich, das ist so schön. Ist das herrlich. Der Diesel jubelt, wie wenn das sein eigener Athlet wäre, Alexander aber Diesel. Aber das ist ehrlich, die freut sich wirklich für Noriaki. Unglaublich. Ja, wie der das macht, das ist mir ein absolutes Rätsel. Und vor allem, das musst du dir mal überlegen, jetzt müssen wir das einmal durchzählen, wie viele von denen, die heute hier mitgeflogen sind, waren nicht einmal noch auf der Welt, als Noriaki Kasai schon Skiflugweltmeister war vor 22 Jahren. Dann gewinnt er 10 Jahre lang kein Skispringen. Ja. Macht weiter, hört nicht auf, es macht ihm Spaß und er hat gesagt, er wird auch nicht aufhören, er wird weitermachen, solange sein Körper das zulässt. Und dann ausgerechnet hier im Kulm, wo erst ein einziger Japaner jemals gewonnen hat, nämlich Okabe, den er ablöst als den ältesten Sieger der Skisprunggeschichte. Sensationelle Geschichte. Und auch der zweite Platz von Peter Preutz. Einmal nicht Robert Gran, jetzt der beste Slowene hier. Auch das ist neu. Bei Gregor Schlierenzauer ist es weniger neu, dass er der beste Österreicher beim Skifliegen ist. Übrigens auch eine tolle Serie.